Yeah, Pete. Oh, nimm diese Tablette und wir schauen mal, was geschieht. In einem kleinen Labor, da arbeitet Dr. Hauptner und der hat immer Großes vor, denn er ist ein Genie in der Biologie, in Chemie, Pharmazie und Fehler macht er nie. Er ist irrgescheit, der Forscher seiner Zeit und hin und wieder ist er auch ein bisschen breit. Aber das macht nichts, denn er hat einen Forschergeist und jetzt zeige ich euch, warum er eigentlich Doktor heißt. Er entwickelt Medikamente, die alles heilen, von Fuß ist über Asthma bis zum Nierenstein. Jeden Tag ein neues Präparat, das wohl verspricht. Aber ob es wirklich wirkt, das weiß der Doktor nicht. Wirksamkeit und Nebenwirkung werden erstmal gecheckt. Und dafür hat er auch ein ganz besonderes Testobjekt. Was das ist, wie es heißt, wisst ihr, jemand sich versieht. Ohne ihn wäre ich schon nicht, was sie wäre. Und sein Name ist Pete. Ein hellblauer Zwerg, der schreit, wenn er spricht, mit der riesengroßen grünroten Augen im Gesicht. Was er macht, wozu er da ist, ja, ihr wisst es schon. Er ist Dr. Hoppners universelle Testperson. Pete. Oh, nimm diese Tablette und wir schauen mal, was geschieht. Oh, Pete, ja, Pete ist der Titel von dem Lied, dass man aber nicht den guten Dr. Hauptner übersieht. Was er jeden Tag so leistet, das mag diesmal besser nicht. Und dazu, wenn er von seiner neuen Pille spricht. Kleine Sache, große Wirkung, sobald Pete sie schluckt. Was passiert wohl in ihm, als sein ganzer Körper zuckt? Seine Augen leuchten auf und der Wirkstoff kommt ins Blut. Sofort kommt die Spannung auf, dass das Ding wirklich tut. Eine neue Folge Pete, verpasst sie besser nicht, denn diese Serie hält, was sie verspricht. Pete. Oh, nimm diese Tablette und wir schauen mal, was geschieht. Farbblindheit und Amnesie, Harndrang und Kleptomanie, Halluzination und Epilepsie, Juckreiz und Tierhaarallergie, Warzenpickel und Schweißausbrüche, Nasenhaare und Fußgerüche, für alles gibt's ein Wundermittel und das sucht der Mann im weißen Kittel. Im Labor bereitet er es zu, ein bisschen gemixt und dann hat er es in Nu, daraus macht er ein kleines Präparat und dann bringt er es so Pete, der es probieren darf. Was für eine Melodie in meinem Ohr, kommt versammelt euch mit mir vor dem Monitor und wir lauschen diesem wunderbaren Lied, dem Intro nach der Startpointe jeder neuen Folge. Pete. Oh, nimm diese Tablette und wir schauen mal, was geschieht. Oh, Pete.